Smedizarov. Dieser Ort könnte seine einzige Rettung sein. Er wird im Schatten des ersten Baumes bleiben. Der Marquis. Der erste Baum. Sie hatten recht. Du bist über dich hinausgewachsen. So gelangtest du schließlich hierher und hast Zarow die Stirn geboten. Der Marquis machte dich zu einem echten Baumläufer. Doch du wurdest gezwungen, einen hohen Preis zu zahlen. Als der Marquis von einer Idee zur Realität wurde, als er deine Welt betrat, musste etwas anderes gehen. Dein Vater. Wie in einer Drehtür kam der Marquis ins Leben und dein Vater geriet in den Spalt zwischen den Welten und wurde vergessen. Doch sorge dich nicht. Du hast uns alle gerettet. Und schon bald ist es an uns, dir zu helfen. Ein Bekannter von mir sagte einmal: Nur der, der sich auf den Weg macht, kann seinen Weg finden. Und so kam es, dass Jerry seinen Lehrmeister auf der Lichtung des ersten Baumes zurücklassen musste. Jerry wusste, dass dieser nicht nur eine Erinnerung an einen mutigen und einzigartigen Baumläufer gewesen war, nicht nur der erste Baum von Mauswald, der Jerrys Hilfe brauchte, sondern ein Freund. Und ein letztes Mal erhob der Marquis die Hand zum Gruß. »Ich werde dich nicht vergessen«, sagte Jeremias Haselnuss. »Und ich werde dich nicht vergessen«, klang es aus den Schatten am Fuße des Baumes. Und der Junge wusste, der Marquis, der Baum, er würde sich an ihn erinnern. Als Jerry in Gedanken versunken nach Mauswald zurückkehrte, klang Musik durch die Straßen. Denn zum ersten Mal seit langer Zeit war ein Schüler nach Mauswald gekommen, um die Kunst der Künste zu studieren. Und zum ersten Mal seit langer Zeit wurde das Wipfelfest, das Fest der Freundschaft und des Mutes, zu Ehren eines Schülers ausgerichtet, der seine Ausbildung abgeschlossen hatte. Zu Ehren des Baumläufers, Jeremias Haselnuss, des Kaninchens Zauberlehrling.